die jetzt bei Instagram zuschauen, live dabei sind und es leider verpasst haben, die Atmosphäre hier im Keller live mitzuerleben. Nächsten Sonntag wieder hier. Ja, ich freue mich total, wieder hier zu sein. Und was ihr mir geschrieben habt, das hat mich total berührt, muss ich sagen, als ihr mich eingeladen habt zu dieser Predigtreihe. Und es freut mich aber auch immer total, wenn ich merke, dass andere das tatsächlich wahrnehmen können, dass der christliche Glaube mir etwas bedeutet, dass ich von Jesus auch nach 44 Jahren, solange ist die Wegstrecke, von der der Daniel vorhin gesprochen hat, auch nach 44 Jahren mit allen möglichen Höhen und Tiefen und Veränderungen, dass ich von Jesus immer noch so schlicht und einfach begeistert bin wie am ersten Tag. Veränderungen, die gibt es ja nur in jeder Beziehung. Und wenn wir gut darauf reagieren, dann lassen uns diese Veränderungen ja auch reifer werden. Wobei man hier schon gleich die erste Gefahr auf dem Weg in den Blick nehmen muss. Reifer werden heißt nicht langweiliger werden. Man hat so bei einigen immer das Gefühl, ja, wenn sie reifer werden, wenn sie erwachsener werden, wenn sie seriös werden, ja, dann heißt es einfach, es ist nichts mehr los. Also ich habe, als das die ganze Sache mit Xing angefangen hat, und dann haben mir Leute das vorgeschlagen und gesagt, damit mein Business irgendwie ein bisschen gepusht wird, müsste ich mich da total anmelden. Sag ich, alles klar, mache ich, war schon dabei. Nein, das muss genau vorbereitet sein. Ja. Du musst da nur ernsthafte Dinge reinschreiben. Ich habe mich auch fast dran gehalten. Ich habe allerdings in meinem Lebenslauf dann noch geschrieben, dass ich ein paar Jahre Blättchensortierer bei der Deutschen Bank war. Da konnte ich einfach nicht anders. Ja. Weil ich schon immer das Gespür hatte, reifer werden und erwachsener werden muss nicht unbedingt bedeuten, dass man langweiliger wird. Denn gleichzeitig hat man ja immer wieder so das Gefühl, dass wenn man dann so auf der Wegstrecke ist, ja, dass dabei irgendwie die kindliche Begeisterung auf der Strecke bleibt. Ne? Am Anfang ist alles noch leicht, so wie wir das eben gehört haben, und dann irgendwann, dann wird es normal und dann gewöhnt man sich dran und dann muss man irgendwie Verantwortung übernehmen und dann ist irgendwie alles anders, ja, und nicht mehr so dolle wie am Anfang. Und wenn man das so im Blick nimmt, dann fällt einem dabei natürlich als alter Bibelgourmet sofort der Apostel Johannes ein. Ich weiß nicht, ob ihr den letzten Sonntag auch hattet, wahrscheinlich. Der sich ja in seinen jungen Jahren beim Essen ganz oft an die Brust von Jesus gekuschelt hat. Er weiß also, was das ist, intime Nähe zu Jesus zu haben. Und später in seinem Leben, als er dann auf der Insel Patmos verbannt war, da hat er aufgeschrieben, was er an Visionen von Gott aufs Herz gelegt bekommen hat, und neben den ganzen wilden Bildern, die er da beschreibt, gibt es auch einige ganz klare Ansagen. Und da schreibt er eben, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Also so eine Beschreibung eines christlichen Lebensweges. Und damit sind natürlich zuallererst einmal die Christen in Ephesus gemeint, an die ist das gerichtet. Aber nachdem der liebe Gott seit 386 nach Christus das für alle seine Freunde verbindlich gemacht hat, durch die Aufnahme der Offenbarung in den neutestamentlichen Kanon, gilt es eben auch für uns alle heute Abend hier in der Sapson in Frankfurt im Jahr 2020 nach Christus. Und dann schreibt er weiter, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße, also kehr um, mach einfach irgendwas anders und tue wieder die ersten Werke. Also zurück zur ersten Liebe, das Feuer der ersten Stunde wieder ergreifen. Und dann ist natürlich die Frage, wie weckt man das denn? Wie weckt man neue Begeisterung? Und dazu, wie gesagt, will ich euch ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, was man als alter Mann eben so tut. Und deswegen haben wir das dann ja eben schlussendlich auch der alte Mann und seine erste Liebe genannt. Wir waren uns nämlich lange Zeit gar nicht so klar, wie soll man das eigentlich nennen, was ich da heute Abend so von mir gebe. Und ich hoffe sehr, dass euch meine Geschichten ermutigen. Und vielleicht gehst du nachher raus aus dem Gottesdienst und sagst, ah, brannte nicht unser Herz, als wir uns daran erinnerten,
wie das mit uns und Jesus am Anfang gewesen ist, als wir uns das erste Mal begegneten. Klammer auf, erste Zwischenbemerkung bleibt zum Anfang. Das ist natürlich die Voraussetzung für ein Zurückkommen zur ersten Liebe. Du musst schon mal da gewesen sein. Wenn du nie in Jesus verliebt warst, dann ist das okay. Dann kannst du aber auch nicht zurückkehren. Ist klar, dann ist es eben eher die Frage, ob du dich auf eine Beziehung mit ihm überhaupt erstmal einlassen möchtest, ob du dich vielleicht einfach mal von ihm anflirten lassen willst oder so. Aber dann brauchst du dich jedenfalls mit diesem Thema heute Abend nicht unter Druck. Setzen, kannst dich entspannt zurücklehnen und einfach mal zuschauen, was die anderen Ex-Verliebten so tun, um zu ihrer ersten Liebe zurückzukehren. Klammer zu. Als zweites muss man feststellen und festhalten, dass jeder Glaube anders ist, so wie jede Beziehung einzigartig ist, und damit ist auch jede erste Liebe anders. Da gibt es eben kein Idealbild, keinen Maßstab, an dem man sich messen kann. Erste Liebe und Zurückkehren zu dieser ersten Liebe heißt nicht, dass man so werden muss wie der Apostel Johannes oder wie der Apostel Paulus. Man muss nicht so werden wie Rudolf Bultmann, muss auch nicht so werden wie Rainer Bonke. Du musst auch nicht so werden wie ich, sondern du musst einfach nur so werden wie du. Und um so zu werden wie du selbst, um wieder zur ersten Liebe zu finden, ist eine Sache zwingend notwendig. Wenn man nämlich irgendwohin zurückkehren will, dann muss man wissen, wo das war und wie es da ausgesehen hat. Darüber muss man sich klar sein, damit man in irgendeine merkwürdige Richtung läuft. Wie sah also deine persönliche erste Liebe aus? Was ist damals passiert? Wie warst du drauf? Wie war Gott drauf? Welche Fragen hattest du? Welche Bibelstellen hattest du markiert? Wenn man da mal in seine ältesten Bibeln reinschaut, dann findet man oft eine Spur. Ich habe die noch zu Hause und da ist ganz viel bunt und an den Rand geschrieben und alles. Da kommt man sich so auf die Spur. Oder gibt es noch Fotos aus dieser Zeit? Entweder in deinem Kopf oder auf Papier, beziehungsweise heute ja eher dann auf Handy. Wenn man sich da so auf die Spur macht, zu gucken, wie war das damals, dann kann das einen wehmütig machen, weil man vielleicht entdeckt, okay, da habe ich etwas verloren. Es kann aber auch jede Menge Spaß machen. Und ich mache das oft. Und auch bei der Vorbereitung für heute Abend hat mir das wieder sehr viel Freude bereitet. Und allein dafür schon mal vielen Dank an den Leitungskreis, dass ihr mich mit diesem Thema beauftragt habt. Wie sah also meine erste Liebe aus? Der eine oder andere mag es ja schon mitbekommen haben. Ich bin Jesus das erste Mal an Fasching 1976 in einem Benediktinerinnenkloster begegnet. Dazu hatte uns unser Religionslehrer eingeladen und wir hatten gedacht, Wahnsinn, ja, sowas haben wir ja noch nie gemacht. Fasching ist eh langweilig, organisierte Fröhlichkeit, ja, da fahren wir einfach mal hin zu diesen Nonnen. Und ich muss sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Wir kamen da an und es hat mich gleich umgehauen. Ja. Bei diesen Nonnen, denen sprühte irgendwie die Lebendigkeit und Freude und Liebe aus jedem Knopfloch heraus. Ja. Und ich erzähle das ja immer gerne und oft. Ne? Und es ist aber gut, dann habe ich mich mal gefragt, was waren denn eigentlich so die einzelnen Bestandteile dieser Liebe auf den ersten Blick? Was gehörte dazu? Welche Umstände, welche Begebenheiten haben zu meiner persönlichen ersten Liebe dazugehört? Und ich habe 7 Dinge gefunden. Fantastisch. Ich war ganz überrascht. Ich habe mich die Dinge aufgeschrieben und es waren dann 7 am Schluss. Ja. Also erstens, es war Musik dabei. Es war Kunst dabei. Ich war auf einem Konzert einer christlichen Band, Band 153 hießen die, später war ich dann selber der Sänger von denen. Aber auf diesem Konzert habe ich gemerkt, ja, die machen gute Musik, da ist Kunst dabei, da ist künstlerisches Können dabei, die haben Spaß miteinander und die haben eine gute Message. In dem Kloster waren auch viele Kunstgegenstände, ich habe mir da so eine Marienstatue gekauft, so, die steht bis heute auf meinem Schreibtisch, ja, weil die so viel Ruhe und so viel Erinnerung ausstrahlt. Wir haben dort im Kloster über Franz Marc
miteinander gesprochen. Ja, ein Schweizer Symbolforscher, Alfons Rosenberg, dessen meiste Bücher auf der schwarzen Liste vom Papst stehen, hat uns das Bild Tirol von Franz Marc erklärt. Wir haben mit unserem Pfarrer zusammen die Gotik bereist. Wir haben den Isenheimer Altar erklärt bekommen von ihm. Wir standen dann irgendwann mal in so einer Kirche und dann sagte, ihr Lieben, man kann eine Kirche nur wirklich in der Gänze erfassen, wenn man in ihr anbetet. Micky, stimmt doch mal ein Lied an. Nun, mitten unter allen Touristen, und dann haben wir gesungen. Er hat eine Mini-Predigt gehalten aus der Tageslosung, und dann sind wir weiter. Aber solche Dinge, die gehörten dazu. Zweitens, es war Schönheit dabei. Das gehört natürlich auch zur Kunst. Genauer gesagt, es hatte was mit einer Frau zu tun. Es war irgendwie romantisch. Ja? Bei dieser Band hatten nämlich eine Frau gesungen, die Mirella, und in die waren wir alle verliebt. Und sie hat es auch gemerkt und sie hat es gnadenlos ausgenutzt. Wir wollten alle immer mit ihr zusammen sein, mit ihr spazieren gehen. Sie hat uns das Ohr blutig erzählt mit ihren Jesus-Geschichten. Ja. Und das war aber toll. Ja. Da war eine Nähe da und da war etwas Persönliches da. Drittens, es war ungewöhnlich. Es war Ungewöhnliches dabei, nicht Alltägliches. Ne? In ein Kloster fahren, an Fasching, als evangelischer Christ, ja, oder evangelischer Namenschrist, ja, das war ungewöhnlich. Viertens, es war Gemeinschaft dabei. Es waren ganz viele Jugendliche, die da noch mit eingeladen wurden. Er hatte natürlich nicht nur unsere Klasse eingeladen, sondern gleichzeitig noch eine ganze Menge Jugendliche, die schon zu Jesus gehörten. Und wir waren dann nach dieser Freizeit ca. 60, 70 Leute, die Christen waren, in der Pausenhalle, in der Zingenschule. Und da war es natürlich cool, dazu zu gehören. Das war eine Gemeinschaft. Wir hatten Hauskreise, wir hatten Bibelkreise, wir sind morgens und haben so Morgenandacht gemacht. Wir hatten alle zwei Monate ungefähr hatten wir Jugendtreffen in der Emmaus-Gemeinde im Gemeindehaus in der Helberlingstraße, wo ihr ja auch lange gewesen wart, mit ca. 400 Jugendlichen. Ja. Fünftens, es war Übernatürliches dabei. Übernatürliches, das man spüren konnte. Als ich dann mir das alles so angehört habe und gedacht habe, die haben alle irgendetwas, was ich nicht habe. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe so mich einfach mal hingekniet, geguckt, ob das keiner dabei ist und zuguckt. Ja, dann habe ich mich hingekniet und dann habe ich mein erstes Gebet so in den luftleeren Raum gesprochen und gesagt, also Jesus, wenn es dich dann wirklich gibt, dann will ich auch das haben, was die da draußen haben. Und dann habe ich eine Präsenz gespürt. Ich wusste einfach, ich bin nicht allein. Ich habe irgendeine übernatürliche Präsenz gespürt, die ich mir nicht erklären konnte, aber die mir gut getan hat. Ja. Die Stille in den Gottesdiensten von den Nonnen. Dann waren Heilungen dabei. Die Mirella, die hatte uns erzählt, dass Gott sie von Halsweh, das war ja noch ganz klein am Anfang, ja, aber sie war ja immerhin die Sängerin. Sie hat gesagt, der Jesus, hier, mein Hals ist futsch. Wenn du willst, dass ich singe, ja, und für dich singe, dann heile mich. Und sie war geheilt und sie konnte singen. Ja. Das waren Dinge, die haben mich von Anfang an fasziniert. Und dass man sich mit Gott unterhalten konnte, dass der irgendwie darauf reagiert, wenn man auf so einem Hochstand gebetet. Und ich war ja noch ganz frisch dabei. Und wir hatten so eine feurige Christin dabei. Und mein Freund hat aber gesagt, er betet nicht mit, weil er nicht dazugehört. Also wir waren zu dritt auf diesem Hochstand und sie betet los und von Adam und Eva bis Offenbarung. Und ich dachte schon so, prima, ich muss nichts sagen. Ja. Exakt in diesem Augenblick, ja, sagt sie, und du, hast du dem Herrn nichts zu sagen? So, na klar, irgendwie schon, ja, was weiß ich. Ich weiß nicht mehr genau, was ich da gebetet habe, aber ich kann mir gut vorstellen, wie Gott oben gegrinst hat, ja, nämlich genau den Gedanken aufgenommen hat, wo ich gedacht habe, ich bin fein raus, ja, ich muss nichts sagen. Sechstens, es war Sinnstiftung dabei. Das war wichtig für mich, ja, Teil einer größeren Sache zu sein, einer Bewegung, eine Richtung ins Leben zu bekommen, Aufträge zu erledigen, ja, und ich hatte immer das Gefühl und das Bedürfnis, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das hat mich immer angetrieben, ja, in all den Jahren. Und siebtens, es war Väterliches dabei. Dieser Pfarrer Vollmer, Max Vollmer aus der Andreasgemeinde in Eschersheim, der hat für uns gesorgt, wie ein Vater. Der hat uns ermutigt, der hat uns auch beschützt immer, ja, weil die Bibelkreise, die ich besuchte, die haben viel gefeiert, die waren immer lustig miteinander, die haben immer rumgekuschelt und das war doch anderen Leuten immer wieder ein Dorn im Auge. Und er hat uns immer beschützt und hat gesagt, hier, die sind vollkommen in Ordnung, ich passe schon auf. Ja.
Und so waren wir unter seiner Ägide, wir waren geborgen. Und das habe ich auch gespürt. Ich habe mich geborgen gefühlt, zu Hause gefühlt, egal wo ich gewesen bin. Das alles gehört zu meiner persönlichen ersten Liebe. Und das war und ist immer noch wunderschön für mich. Aber für dich ist vielleicht was ganz anderes. Ja, du hast jetzt vielleicht da gesessen und hast gesagt, oh Mann, wenn ich das alles machen muss, um zur ersten Liebe zurückzukehren, nee, das ist mir gar nichts. Ja. Bei dir ist es kann es vollkommen anders sein. Und wenn es so ist, dann musst du musst auf alle Fälle dein Persönliches finden, ja, und nicht einfach irgendjemandem nur nacheifern. Aber für mich war das eben wunderschön. Und jetzt ist eine Sache bei mir, die vielleicht auch bei anderen Leuten sind, ich habe immer wieder so einen gefährlichen Wunsch. Wenn etwas besonders schön ist, dann wünsche ich mir immer, dass es nie aufhören möge. Und dann versuche ich die Dinge einfach so festzuhalten. Ich versuche sie abzusichern und deswegen stehe ich immer wieder auch in der Gefahr der Gesetzlichkeit. Das mag den einen oder anderen vielleicht überraschen, aber ich stehe in der Gefahr der Orthodoxie. Das heißt, dass ich das, was ich erlebt habe, festschreiben will und sage, es muss doch irgendwie möglich sein, dass das nicht aufhört, dass es abgesichert ist, sondern dass es immer bleiben kann und dass auch alle anderen das so als Glück empfinden, genauso wie ich. Und deswegen stand ich eben in der Gefahr, in die sogenannte Galaterfalle zu tappen, wo Paulus zu den Galatern sagt, ihr habt doch im Geist angefangen, wie könnt ihr denn jetzt auf die Idee kommen, es im Fleisch vollenden zu wollen? Das kann einfach nicht funktionieren. Und so ist es mir eben auch gegangen. Ich habe gut angefangen, ja, mit Begeisterung und im Geist und habe all diese Dinge, die ich eben aufgezählt habe, erlebt. Jetzt wollte ich im Fleisch versuchen, sie festzuschreiben, festzuhalten. Habe mir gedacht, wenn ich jetzt ganz doll für Jesus arbeite und wenn ich alle möglichen Aufträge erledige, wurscht, ob ich noch Kraft habe oder nicht, ich mach's einfach, ja, dann bleibt es auf immer so. Aber auch hier gilt das Wort von Jesus, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer seine erste Liebe festhalten will, der wird sie umso schneller verlieren. Und genau das ist mir dann eben ja auch passiert, durch meine Gesetzlichkeit, durch meine Werkegerechtigkeit. Das hat mich fast in den Tod getrieben. Verlieren wird man die erste Liebe sowieso. Denn die erste Liebe ist wie Manna. Sie ist immer wieder neu da. Sie hält für einen Tag, für eine bestimmte Zeitspanne. Und am nächsten Tag kommt wieder etwas Neues. Aber wenn man es versucht aufzuheben, dann wird auch die erste Liebe irgendwann stinkend. Und du kannst sie nicht mehr essen. Die erste Liebe kann man nicht konservieren, man kann sie nicht festhalten. Wie eine Geschichte zum Ausdruck bringen, die ich immer gerne auf Trauungen erzähle. Am Vorabend dieser Trauung stand eine junge Frau mit ihrer Mutter am Strand. Sie betrachtete die Sonne, die langsam im Meer versank. Und sie fragte ihre Mutter, Mama, mein Vater, der liebt dich und ist dir immer treu geblieben. Was muss ich tun, damit mein Mann mich auch immer liebt? Die Mutter schwieg, dachte nach. Dann bückte sie sich und füllte ihre Hände voll Sand. Und so stand sie bei ihrer Tochter. Und ohne etwas zu sagen, streckte sie die eine Hand aus und presste ihre Finger immer fester zusammen. Der Sand begann aus ihrer Hand zu rieseln. Je krampfhafter sie ihre Hand zusammenballte, desto schneller rieselte der Sand heraus. Als sie schließlich ihre Hand öffnete, klebten nur noch ein paar feuchte Sandkörner an ihren Handballen und ihren Fingern. Aber die andere Hand hatte die Mutter offen gelassen, wie eine kleine Schale. Darin blieben die Sandkörner liegen. Sie glänzten im Licht der sinkenden Sonne. Das ist meine Antwort, sagte die Mutter. Du musst deine Liebe dem Wind der Vergänglichkeit hinhalten. Man kann das Leben nicht festhalten, sondern man muss sich seinem Fluss anvertrauen. Man genießt die erste Liebe, dann wächst sie mit einem und sie verändert ihre äußere Gestalt. Sie sieht vielleicht ganz anders aus und du hast Angst, dass du sie nicht wiederfindest. Aber wenn man sie kennt, dann findet man sie immer wieder in und unter allen Umständen. Und dazu fiel mir noch ein anderes Bild ein, nämlich die Pusteblume.
Wenn der Wind weht, dann wird der Samen ausgestreut und scheint zunächst einmal verloren. Aber er wächst woanders wieder neu. Und ich erkenne diese neuen Gewächse woanders in der Welt, weil ich mich an meine erste Pusteblume erinnere. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich zu erinnern. Erinnerung tut Not. Wenn man zurück zur ersten Liebe finden will, dann muss man sich erinnern. Denke daran, was der Herr dir Gutes getan hat. Das sagt David in einem Psalm, im Psalm 103. Da sagt er, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Und dann kommt er zu dem Schluss, ja, er vergibt mir meine ganze Schuld. Und Schuld bedeutet ja Trennung, bedeutet, dass man sich von etwas entfernt hat, dass man etwas verloren hat. Und wir sehen es ja bei vielen Paaren, wenn sie ihre erste Liebe verloren haben und sich dann trennen, dann hört man immer wieder den Spruch, ja, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Wir spüren einander nicht mehr, weil wir uns nicht mehr erinnern, wie es gewesen ist, als wir am Anfang aufeinander zugegangen sind, weil andere Dinge wichtiger und mächtiger geworden sind. Und David sagt in seinem Psalm, wenn du nicht vergisst, was du Gutes gehabt hast, dann vergibt Gott, dann überbrückt er diesen Graben, dann überbrückt er dieses Auseinanderleben, diese Trennung. Ja, ich habe im Laufe der letzten 44 Jahre meiner Liebesbeziehung zu Jesus viel erlebt. Man kann wohl sagen, dass meine erste Liebe sich verändert hat. Ich hatte schwere Depressionen, ich wollte mir das Leben nehmen, ich bin von meinen engsten Freunden verraten worden. Ich wurde immer wieder belächelt bis hin zu angefeindet für meine theologischen Positionen und dergleichen mehr. Und ich bin immer noch da. Ich bin immer wieder zurückgekommen zu meiner ersten Liebe, weil ich mich immer wieder daran erinnert habe, wie es gewesen ist, weil ich gewusst habe, das ist das, was ich brauche zum Leben. Und das Zurückkommen nach irgendwelchen Krisen, nach irgendwelchen Entfernungen geschah immer anhand dieser Dinge, die meine erste Liebe ausgemacht haben, die ich aufgezählt habe, also Musik, Kunst, Schönheit, Ungewöhnliches, Gemeinschaft, Übernatürliches, die Welt retten und all das. Diese Dinge sind es, die mich anziehen. Und ich weiß gar nicht genau zu sagen im Nachhinein, ob ich das wirklich bewusst gesucht habe in all den Zeiten, aber es wäre sicherlich eine gute Idee, das bewusst zu tun, sich auf den Weg zu machen und diese Dinge, an die man sich erinnert, die die erste Liebe ausgemacht haben, auch bewusst zu suchen. Als ich zum Beispiel aus meiner Depressionskrise zurückkam, da war das Ungewöhnliche, das ich erlebt habe, dass ich nachts auf der Tanzfläche der Music Hall Gottes Stimme gehört habe. Mit so, morgens um drei, wir tanzen da rum, ja, und auf einmal höre ich eine Stimme, die sagt, ich habe dich lieb. Und ich wusste, das ist Jesus. Und die anderen haben es irgendwie auch mitgekriegt, also sie haben die Stimme nicht gehört, aber die haben zu mir gesagt, hey, das hast du eingeworfen. Plötzlich so glücklich aus. Und ich habe gesagt, ich habe gerade den Eindruck gehabt, Gott hat mich lieb. Wahnsinn, haben die gesagt. Das ist so abgefahren. Ja. Und es war natürlich auch wieder Schönheit dabei. Also es ging wieder um eine Frau. Ich hatte eine Beziehung zu einer Frau gehabt und plötzlich, in all dem Wust, hatte ich plötzlich den Gedanken, der geht es ja noch viel schlechter als mir. Nur Jesus kann sie retten. Da habe ich gesagt, ja, wie soll ich hier irgendwie Jesus beibringen? Ja? Ich bin selber weit von ihm entfernt. Ja. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben Jesus gesucht. Ich habe zu ihr gesagt, du Angelika, also, ich habe so das Gefühl, es könnte uns irgendwie gut tun, ja, wenn wir uns mal so mit Jesus zusammentun. Und ich kenne da so Leute, die machen so, das ist aber nicht so wie Gottesdienst normal, ja, sondern es ist ganz anders. Ich sage, ja, entspann dich, lass uns einfach mal hingehen. Ja. Und dann sind wir nach Hofheim gefahren zur Projektion J. Das war so eine Jugendevangelisationsbewegung und sie haben in so einer Turnhalle Gottesdienste gehabt. Wir kommen so rein und sagen, was ist das hier? Danach habe ich mein Leben lang gesucht. Ich wusste nicht, wo ich suchen soll. Wahnsinn, ja. Und wir sind im Grunde durchgelaufen, ja, nach vorne. Ja. Sie hat sich bekehrt, ich bin wiederbelebt worden. Ja. Und es war total der Hammer gewesen. Und es war natürlich auch wieder Musik dabei, Kunst, ja. Es war die Lobpreismusik, die wir dort kennengelernt haben. Die haben stundenlang Lobpreis gemacht, ein Lied nach dem anderen. Ja. Und ich stand da unten und habe gedacht, Wahnsinn, wie kann man sowas machen? Ja.
das ist unmöglich, dass man das eigentlich machen kann. Ja? Und ein paar Jahre später habe ich dann genau diese Leute im Lobpreis gecoacht und habe mit denen das Lobpreisteam aufgebaut im christlichen Zentrum Wiesbaden, heutige Booth Church. Und musste mich daran wieder erinnern. Ja? Aber das war einfach so fantastisch. Ja? So lange in der Gegenwart Gottes stehen und singen und singen und singen. Ja? Und dann gab es da so eine Folienauflegerin, denn damals haben wir noch Folien aufgelegt. Ja? Und sie hatte so ein Packen gedacht. Das war eine ganze Stapel einfach Folien. Und ich habe noch nie vorher nicht und nachher nicht jemanden gesehen, der wirklich als, ich würde sagen, als Geistesgabe Folien auflegen kann. Ja? So, die spielen und die spielen und die spielen, ja. Und auf einmal wechseln sie ins nächste Lied, die hört ja nur zwei Akkorde, ja. Die greift sie einfach in diesen Stapel rein, fahren, lag die Folie drauf. Wie macht sie das, ja? Also war total krass gewesen. Es war Übernatürliches zum Spüren natürlich wieder dabei, die ganzen charismatischen Dinge, prophetische Worte, es gab Heilungen und Pipapo, all solche Sachen. Es war Gemeinschaft, Sinnstiftung, Geborgenheit dabei. Das Väterliche wurde plötzlich zu dem, was ich selber zu geben hatte. Und ich weiß eins genau, woanders als eben in diesen Gemeinschaften bei Projektion J, bei Jugend mit einer Mission, bei dem CZF und den ganzen anderen CZs, die wir gegründet haben, hätte ich nicht glücklich werden können. Da hätte ich nicht zurück zu meiner ersten Liebe finden können. In einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft, in der diese Dinge, die für mich wichtig sind, nicht vorkommen, wäre ich fehl am Platz. Meine Begeisterung würde erstickt. Und ich würde der Gemeinschaft nicht von Nutzen sein. Und das ist so wichtig. Deswegen ist es, das ist nicht egoistisch, sondern es ist deswegen, weil du nicht glücklich werden kannst und weil du keinen Nutzen für die Gemeinschaft hast, wenn die Dinge, die zu deiner ersten Liebe gehören, in einer Gemeinschaft nicht vorkommen. Um zu meiner ersten Liebe zurückzukommen, brauche ich das. Die Frage ist also, was ist es bei dir, was deine Augen zum Leuchten bringt? Was ist es bei dir, was deine erste Liebe ausgemacht hat, was dein Herz in Brand setzt? Denn das wird es dann auch heute und in Zukunft immer wieder tun. Sich danach auf die Suche zu machen, das in deiner persönlichen Geschichte zu entdecken und dir aufzuschreiben, dir vor Augen zu halten, es zu analysieren, worum ging es denn eigentlich in diesen ganzen Geschichten, die ich erlebt habe, und dich dann danach wieder neu auf die Suche zu machen, dazu will ich dich heute Abend von ganzem Herzen ermutigen. Als ich meiner Frau heute Morgen erzählt habe, was ich heute Abend erzählen möchte, und sie gefragt habe, und, findest du das ermutigend, Dani? Hat sie so den Kopf hin und her bewegt und gesagt, ja. Du denkst so, ist das super, Dani, du sollst mich ermutigen, ja, und ich jetzt so, ja. Aber sie hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass sie ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und irgendwie schon immer mit Jesus eine Beziehung gehabt hat. Ja. Und sie sagt, was soll denn mein erstes Mal gewesen sein? Zu welcher ersten Liebe soll ich denn zurückkehren? Jesus war schon immer in der Gegend und ich war irgendwie immer mit ihm zusammen. Ja, was soll denn mein erstes Mal gewesen sein? Und dann haben wir darüber nachgedacht. Und dann haben wir festgestellt, dass es auch in ihrem Leben natürlich besondere Hochphasen gab, wo sie total begeistert war, wo sie verliebt war. Und das ist so, wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist und auch denkst, so, das soll denn eigentlich meine erste Liebe sein, denk an solche Phasen. Und dann nimmst du eben diese Hochphasen als erste Liebe. Dann versuchst du die zu analysieren und zu sagen, was hat da alles dazugehört. Und während du das tust, erinnerst du dich vielleicht an noch frühere Phasen und Erlebnisse, wo das gewesen ist. Und dann nimmst du das eben als erste Liebe, zu der du zurückkehren kannst. Aber so haben wir alle eben etwas, zu dem wir zurückkehren können. Du hast keinen Nachteil, wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Und weil der Glaube an Gott eben eine Liebesbeziehung ist, können dabei auch Ideen aus der Paarberatung sehr hilfreich sein. Und ich habe mir gedacht, ich würde euch gerne drei Dinge mit auf den Weg geben, die ich persönlich ganz spannend finde, auf den Weg zurück zu seiner ersten Liebe zu kommen. Erstens, es geht um dieses gemeinsame Erzählen. Bei Paaren macht man das, aber auch
du und Gott, setzt euch da einfach mal hin und sagt, Mensch Gott, weißt du noch? Weißt du noch, wie es damals gewesen ist, in Kloster Engelthal? Und weißt du noch, wie der Alfons Rosenberg ja, uns erklärt hat von dem Franz Wagner? Und weißt du noch, wie wir durch die Gotik gefahren sind? Und weißt du noch, wie wir die Dämonen ausgetrieben haben? Und weißt du noch, wie wir das gemacht haben und alles? Ja. Ja, das, also alles, was du so erlebt hast. Ja, Bilder anschauen, gemeinsam Bilder anschauen, das habe ich ja schon gesagt. Aus diesen Dingen, aus diesem gemeinsamen Erzählen, weißt du noch, sind meine beiden Freundschaft mit Gott Bücher, Mann von Gott und ich Bücher entstanden, indem ich, das war der ursprüngliche Zweck, dass ich mir vergegenwärtigt habe, was habe ich eigentlich alles mit Gott erlebt, wie ist das gewesen, was brauche ich dazu. Ne? Und dann später sind daraus erst Kolumnen in der Zeitschrift und dann Bücher geworden. Die zweite Idee, die ich hilfreich finde, ist die Idee der Dating-Abende. Wenn Paare irgendwie so in ihrem Alltag angekommen sind und irgendwie das erste Feuer verloren haben, dann sagt man, mach doch einfach mal Dating-Abende. Das heißt, tut mal so, als ob ihr euch ganz neu begegnet. Und dann muss man da auch richtig konsequent das durchziehen. Die kommen von verschiedenen Orten selbst gefahren, verabreden sich irgendwo im Lokal, treffen sich dort, begegnen sich, machen irgendwas Schönes zusammen. Und dann ganz wichtig, man fährt nicht zusammen nach Hause. Man fährt auch getrennt nach Hause. Und erst wenn man wieder gemeinsam zu Hause angekommen ist, dann ist der Datingabend vorbei, dann kann man wieder erzählen, wie das so gewesen ist. Ja. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man das Gefühl des Anfangs versucht wieder herzustellen durch Umstände und Orte der Vergangenheit mit dem Ziel, wieder an dieses ursprüngliche Gefühl des Anfangs andocken zu können. Und ja, ich mache das auch immer wieder. Ich fahre immer wieder mal gerne nach Kloster Engelthal oder fahre in ein anderes Kloster, nehme dort an den Stundengebeten teil. Oder ich gehe gerne mal in die Lukaskirche, heutige Maria Magdalena, nach Sachsenhausen, ja, weil ich dort viel Gutes mit Gott erlebt habe. Oder ich gehe in die St. Leonardskirche jetzt wieder, nachdem sie wieder offen ist, weil ich dort auch viel Gutes mit Gott erlebt habe und dort in der Stille gesessen habe. Also Dating-Abende, Dating-Momente mit Gott, das wäre so die zweite Idee, die ich euch mitgeben will. Und die dritte Idee ist von einem Frankfurter Paartherapeuten, Michael Lukas Möller, der in einem Buch beschreibt und sagt, alles Wesentliche, was eine Paarbeziehung ausmacht, geschieht in den ersten 5 Minuten. In den ersten 5 Minuten der Begegnung scannen sich beide unbewusst ab und entdecken, was in dem anderen liegt, was zueinander passen könnte und was nicht. Sagt er, und dann vergisst man es wieder. Und dann braucht man jahrelange Therapie, um es wieder auszugraben. So. Aber in den ersten 5 Minuten geschieht alles Wesentliche. Und er sagt, als Übung dafür schreibt man sich einfach auf, was waren die 3 schönsten Momente oder Situationen deiner Verliebtheitsphase? Und was waren die 3 hervorstechendsten seelischen Eigenschaften des anderen, warum du dich unbedingt in ihn verlieben musstest? Wenn Paare das machen, ja, dann haben die schon mal 12 Dinge, die sie aufgeschrieben haben, die sie gut fanden. Und dann können sie daran arbeiten. Ne? Und dann fragt man sich, wo ist das hingegangen? Und wenn man dann herausgefunden hat, wo es verschütt gegangen ist, dann nimmt man sich Schäufelchen und dann gräbt man es gemeinsam wieder aus. Und genau das, glaube ich, kann man auch auf die Beziehung zu Jesus anwenden. Und deswegen habt ihr Stifte und Zettel. Aber bevor ihr mir Löcher in den Bauch fragen dürft, wir machen auch noch eine Phase des heißen Stuhls. Aber jetzt schreibt erstmal auf. Für euch, einfach so spontan rausgehauen, nicht lange nachgedacht, einfach rausgehauen, die 3 schönsten Situationen deiner Verliebtheitsphase mit Gott, mit Jesus. Was waren die 3 schönsten Situationen? Erstmal die.
So, für die, die schon fertig sind, es gibt bestimmt ein paar, die schon ganz schnell waren, die drei hervorstechendsten seelischen Eigenschaften von Gott, warum du dich unbedingt in ihn verlieben musstest. Das ist auch für jeden was anderes. Für mich ist es seine Freundschaft, seine intime Nähe, seine Schönheit und Herrlichkeit und seine Universalität, dass er überall ist. Das ist für mich. Aber was sind für dich die drei hervorstechendsten seelischen Eigenschaften Gottes? Also ich sage deswegen seelisch, weil es hier eben nicht um irgendwelche Ereignisse geht oder er hat mir ein Lottogewinn geschenkt oder solche Dinge, sondern ihr wisst schon euch. Oh je, ich sehe das. Ich habe schon 36 Minuten erzählt. Oh oh. Oh oh oh. Und auf meinem Blatt standen nur 19 Minuten. Aber da standen dann immer auch Sachen drauf, erzählen die nur die Geschichte. Das ist natürlich blöd, ist klar. Ja, wenn ihr fertig seid, ja, das ist ja nur für euch. Wir sammeln das nicht ein, wir bewerten es nicht. Dann macht euch auf die Suche danach, wenn es verschüttet gegangen ist, und wenn es nicht verschüttet gegangen ist, dann freut euch einfach dran. Und jetzt dürft ihr Fragen stellen. Instagram-Zuschauer können, glaube ich, in die Kommentare schreiben, können ja auch eine Frage stellen, wenn es welche gibt. Man weiß es nicht. Ich habe eine Frage. Ja. Du hast auch vorhin schon gesagt, für diejenigen, die jetzt nie dieses Verliebtheitsgefühl hatten, was würdest du denen jetzt predigen in einer halben Minute? Das, was ich gesagt habe zu Dani heute Morgen, ne, es gab Phasen in ihrem Leben, wo sie total begeistert war, ja, von Straßenevangelisation, die sie erlebt hat, oder wo sie in Hannover in der Walliseegemeinde war und gemerkt hat, das ist eben ganz anders als in der norddeutschen Landeskirche, die sie kennengelernt hatte. Da war sie mit der Christoph-Blinden-Mission unterwegs. Es gab Stationen, die für sie ganz besonders waren. Oder sie hat gerne Märtyrerbücher gelesen, ja, zum Beispiel. Ja. Und das hat sie total beeindruckt, weil sie merkte, da ist irgendwas dran. Ja. Und wenn sie das erzählt, merkt sie aber, sie ist voll dran. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist doch die Sache. Ja. Also das, was dein Auge zum Leuchten bringt, wo du sagst, das war Hammer. Und wenn es erst 3 Wochen zurückliegt, dann liegt es erst 3 Wochen zurück, dann ist es da gewesen. Ja. Das ist wurscht. Es geht um das, was dich begeistert. Ihr müsst einfach loslegen, weil ich stehe im Licht und deswegen sehe ich euch nicht. Das ist so eher eine dunkle Masse. Ansonsten könnt ihr mich nachher auch gerne noch privatim fragen. Wenn es soweit ist, dann würde ich sagen, gehen wir. Also ich habe eine Frage, aber ich versuche noch zu formulieren, deswegen. Oh, okay. Es geht um diese, ist dann kein Platz zu denken in der Gemeinde für dich, wenn deine Verliebtheitsaspekte irgendwie nicht so den Raum haben oder so? Also glaubst du denn, oder also jetzt plakativ mal einen Gegenentwurf, wenn jetzt jeder sozusagen gefühlsmäßig einfach so die Gemeinde verlässt, die halt jetzt gerade nicht sein Verliebtheitsgefühl abbildet oder irgendwie produziert, wäre wahrscheinlich ganz schön viel Fluktuation in den Gemeinden plötzlich, oder? Ja, und wir hätten wahrscheinlich Erweckung. Ja, also das glaube ich tatsächlich zutiefst, ja. Wenn wir gabenorientiert, wenn wir nach dem gehen, ja, was uns ausmacht, ja, und nicht nach dem, was eigentlich sein müsste oder was sein sollte, dann glaube ich, würde Gott noch viel mehr durch uns hindurch leuchten und scheinen können und würde andere Menschen anziehen. Ja. Stell dir vor, eine Gemeinde, ja, eine Muffintops-Gemeinde, ja, wo alle diese Musik lieben. Da kommen noch mehr dazu, die auch das lieben. Ja. Aber eine Gemeinde, in der das nicht gespielt werden darf, ja, dürfte. Aber ja, macht ja Konzerte hier, oder?
Nein! Ich will machen. Ja, aber das ist das so, ne? Wenn ich, es gibt immer wieder die Leute, die sind so sauertöpfisch bei der Arbeit dabei. Die machen ihren Dienst in der Gemeinde zwar treu, über Jahre hinweg, aber du hast irgendwie das Gefühl, es fruchtet gar nichts. Da passiert nichts. Ja. Es bewegt sich nichts. Die Leute sind unzufrieden und es bewegt sich auch ansonsten nichts. Weil sie irgendwie nicht richtig am Platz sind. Es würde vielleicht erst zu einer höheren Fluktuation kommen, ja, weil ich tatsächlich glaube, dass ganz viele Leute nicht am richtigen Platz sind in ihren Gemeinden. Was übrigens auch für die deutsche Arbeitswelt gilt. Es gibt Studien, die gehen davon aus, dass 80% aller Arbeitnehmer am falschen Job sind. Und dass das der Volkswirtschaft unglaublichen Schaden zufügt, weil sie nicht ihr volles Potenzial entfalten. Weil sie innerlich schon gekündigt haben oder mit Handbremse arbeiten. Und dasselbe gilt, glaube ich, auch für die Gemeinden. Als du vorhin deine 7 Punkte genannt hast, ist mir währenddessen aufgefallen, dass ich diese Punkte früher in der Subzone gesehen habe. Und, also als du da warst. Und das finde ich schön. Cool, danke. Ja, das finde ich auch schön. Und ich glaube auch, dass das so war. Ja. 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 Ich glaube, dass es das ist, was Bernd und ich auch einfach rüberbringen wollten. Ja. Ich habe es ja auch schon dann und wann erzählt, da sind wir im CZF schon auch ein bisschen mit angezogener Handbremse gefahren, weil wir, der Rudi wollte halt gerne, dass wir im Zentrum sind. Ja. Wir sollten nicht rausgehen, sondern halt immer im Büro bleiben und die Idee war, alle kommen zu uns. Und als wir dann hier waren, der erste Tag hier in der Subzone, ja, und ich bin mittags rausgegangen auf die Zeil, bin um und ich habe Häuserwände angefasst und habe geheult und habe Leute angestarrt und habe gedacht, ja, ich bin wieder da, ja, bin wieder bei den Menschen und so. Ja, ich glaube, wir haben hier ganz viel von unseren Träumen umgesetzt, ja, von dem, was für uns beide wichtig war. Ja. Ich hab, hau die Tasten.